Wir arbeiten immer noch unter 10 Euro. Und das geht nicht. Ich habe Kollegen, die müssen Flaschen sammeln. Die fahren um Olympiastadion, müssen Flaschen sammeln. Oder mir persönlich, ich muss aufstocken. Meisten meiner Kollegen kommen aus Berlin, die haben 600 Euro Miete, ja? Verdienen 1.100 Euro. Wie soll man das noch stemmen? Das heißt, es geht überhaupt gar nicht. Und dazu haben wir uns jetzt entschlossen, hier zu streiken und dem Senat klar zu machen, bis hier und nicht weiter. Wir wollen, dass das Krankenhaus im Verantwortungsbereich des Landes Berlin 365 Tage rund um die Uhr gut funktioniert. Also die Charité-Mitarbeiter sind so überfordert, weil Personalmangel herrscht. Es ist nicht mehr tragbar teilweise. Also Desinfektion ist manchmal sehr Mangelware. Wir müssen erst nachhaken oder beziehungsweise betteln, dass wir überhaupt unser Auto desinfizieren können, weil der Druck, weil der Patientenaufkommen so dement gestiegen ist, weil uns platzt irgendwann die Hutschnur und dann ist keiner mehr da. Und wenn wir die Arbeit nicht machen, frage ich mich, wer soll die Charité retten? Ja? Also ohne uns geht gar nichts, ob das Reinigung ist, Krankentransport, Logistik, Sicherheit. Wir fordern gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Wir kämpfen für jeden Beschäftigten, für die gleiche Behandlung der Rechte und der Bezahlung. Und da interessiert uns das nicht, welche Nation, welcher Beschäftigte angehört. Und wir kämpfen deswegen auch massiv gegen die sachgrundlosen Befristungen an. Man muss sich das so vorstellen, es ist ein Karussell. Die Leute, sag ich mal, drehen 2 Jahre lang ihre Runden auf dem Karussell und nach 2 Jahren werden die Köpfe ausgetauscht und kommen neue Personen rauf. Das ist das CFM-Geschäftsmodell. Ich bin überwältigt von dem Zusammenhalt der Beschäftigten der letzten 10 Streiktage. Wenn man durchs Haus geht, versucht mit den Kollegen zu sprechen, kriegen wir schon die Rückmeldung, dass sich der Müll zum Beispiel in so unermessliche gestapelt hat oder dass in vielen Bereichen auch die Versorgung ausgefallen ist. Besonders arg hat es diesmal den Patiententransport getroffen. Nach den ersten 3 Streiktagen wurde sogar der externe Krankentransport ausgesetzt. Wie gesagt, wir hatten am Montag die letzten Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist zu keiner Kompromissbereitschaft da gewesen und es kamen auch keine Signale. Wir vermuten, der Arbeitgeber möchte das nach wie vor aussitzen. Wo sind denn die Kollegen aus dem CBF? Ja. Schön, dass ihr so einen weiten Weg auf euch genommen habt. Machen wir doch gerne. Wo sind die Kollegen aus Mitte? Und jetzt sozusagen die Gastgeberin für den heutigen Tag. Wo sind die Kolleginnen aus dem CVK? So haben wir zum Beispiel ganz spontan letzte Woche Mittwoch im Virchow-Klinikum einen schönen Demozug organisiert über den ganzen Campus bis hin zum Eingang. Oder am Freitag beispielsweise im Benjamin Franklin die Mittagspause der Beschäftigten da mit Lautsparken, Gepfeife und unseren Schlachtrufen begleitet. Also Streikversammlungen spielen für uns mittlerweile eine wahnsinnig zentrale Rolle. Wir gemerkt haben in den ersten Streikaktionen letztes Jahr und Anfang des Jahres, dass die Entscheidung für Streik, wie lange Streik, an welchen Tagen Streik, immer nur innerhalb der TK beschlossen wurden und letztendlich von einer kleinen Gruppe als Vorgabe gegolten haben. Wir wollen eine gewisse Basisdemokratie entwickeln zum Streik. Wann streiken wir, wo streiken wir und wie lange vor allem streiken wir auch, weil es ja auch eine finanzielle Frage der Beschäftigten ist. Denn 50, 100 oder 150 Leute haben natürlich viel bessere, viel mehr und viel kreativere Ideen, als es eine Tarifkommission hat von 5 oder 10 Leuten. Deswegen einfach mal die Frage an euch. Also das Dienstag ist ja definitiv gesetzt. Was haltet ihr davon, wenn man einfach auch mal vielleicht bis Freitag nochmal drauf geht? Am Mittwoch waren wir zu einer Soli-Kundgebung unterwegs vom Landesarbeitsgericht für Integral e.V. und Botanischer Garten, die natürlich mit 10, 20 Unterstützern gerechnet haben. Und wir sind da mit voller Mannschaft, 150, 200 Streikenden aufmarschiert. Gerade was Arbeitsverhältnisse im Verantwortungsbereich des Landes Berlin betreffen,
keine prekären Arbeitsverhältnisse oder Beschäftigungen, sagt man, mehr zuzulassen. Das sollte die oberste Botschaft eigentlich an den Senat sein. Das ist definitiv ein politischer Kampf und der politische Kampf wird auch definitiv auf der Straße ausgeführt. Die VSG im Großen Ganzen sitzt mit uns zusammen in einem Boot. So, wir sind zwei Krankenhäuser, zwei verschiedene Namen, zwei Krankenhäuser, aber wir werden gesteuert vom Senat. Wenn die uns jetzt austricksen wollen und die wollen ja uns oder uns beiden ausspielen, Charité oder die VSG, wird mit uns nicht passieren. Wir sind so gut vernetzt mit der VSG, dass wir niemals was unterschreiben würden, was nicht vorher mit der VSG abgestimmt ist. Weil wir lassen uns in dem Sinne, lassen wir uns nicht irgendwo ausspielen. Ich würde mir schon ganz gerne wünschen, dass die Belegschaft mal gesamtmäßig mal aufsteht und mal auf die Barrikaden geht, weil nur so haben wir auch schneller, sag mal, unser Ziel vor Augen und in der Tasche. Also ich bin sehr positiv überrascht über unsere Streikenden, unseren harten Kern. Die sind, auch beim letzten Streik habe ich wieder festgestellt, dass sie gerne noch hätten weiter streiken wollen. Wahrscheinlich würden die noch über Wochen lang streiken gehen wollen, weil die wirklich die Schnauze voll haben. Die haben die Schnauze voll, kommen auf Arbeit und dann hört man so nach so einer Verhandlung, ist wieder kein Ergebnis. Der Frust und den Mitarbeitern steckt immer mehr. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo auch irgendwann die Bombe knallt.